Willkommen zurück, Sportsfreunde. Wir sind mitten im Kampf gegen die Royal Academy und ja. Jetzt fängt das Spiel gegen die Royal Academy erst richtig an. Uns wurde mehr als klar gemacht. Ein Team, das ich vor gerade mal einer Woche gefunden hatte, hatte von vornherein keine Chance gegen diese Mannschaft. Dass die aber so viel besser sind als wir. Was sagt der Wicht? Das war doch ein ganz normaler Torschuss ohne Tricks und Finten. Spielen wir noch ein bisschen. Los, das Todesdreieck. Was ist das denn? Oh. Ach du Scheiße. Der ist am Ende. Bis jetzt hat sich noch keiner von einem Schuss aus dem Todesdreieck geholt. Hey, was ist denn jetzt los? Das ist ja nicht mal einer dabei, der zu gebrauchen wäre. Ich wusste gar nicht, dass wir umsonst hierher gekommen sind. Der ist am Arsch. Das wird nichts. Wie erbärmlich. Hey, Sharp, das reicht, oder? Das taugt nicht mal als Training. Voll am Arsch. Das war's dann. Nicht mit euch fertig. Die erste Halbzeit endete mit einem ruhmlosen 0 zu 20. Ach du Scheiße. Wir hatten ihnen nichts entgegenzusetzen. In dieser Situation ging mir durch den Kopf, was in den Notizen meines Großvaters geschrieben stand. Ich hatte das Gefühl, dass ich die wahre Bedeutung seiner Worte bald verstehen würde. Wir hatten noch keine Chance. Ich wäre besser in meinem Versteck geblieben. Bald muss ich nicht mehr verstecken. Nach diesem Spiel wird der Club garantiert aufgelöst. Leute, es ist schrecklich. Willy ist verschwunden. Ach nee, jetzt kommt der Nächste. Was? Weiter gegen diese Bestien spielen? Das ertrage ich einfach nicht. Ich hatte doch gleich gesagt, da will ich nicht dabei sein. Jetzt sieh dich nackt aus. Ah, cool. Jetzt wird's interessant. Julia. Ah, so heißt sie. Gib deinem Bruder noch diese eine Chance. Oh nein, was sollen wir nur tun? Wir liegen 20 Tore zurück. Jetzt haben wir nur noch 10 Spieler. Wir haben doch praktisch schon verloren. Captain, sag doch auch mal was. Du kannst dir doch nicht ohne ein Wort zusehen, oder? Hm? Was ist denn los? Alles klar, Mark? Wie man jeden Schuss hält. Lektion 1. Was brabbelst du denn da? Hast du es endgültig den Verstand verloren? Ich weiß es! Endlich bin ich bereit für die Techniken aus dem Geheimnisdienstzug meines Großvaters. Marc, was redest du da?
Weißt du eigentlich, wo wir sind? Wir sind am Arsch. Also los, die zweite Halbzeit fängt an. Jetzt zeigen wir es ihnen. Captain, warte mal. Gott, was hast du vor, Mann? Aus diesem Kerl wird man echt nicht schlau. Nanu? Was ist denn das für ein Koch im Haupttor? Jawoll! Ist das nicht Axel? Tatsächlich, das ist der. Jetzt wird's endlich interessant. Oh yeah. Wer ist in unserem Fußballclub? Oh, bitte! Axel? Axel? Ich hab auf dich gewartet. Oh, wie gay. Genau darauf habe ich gewartet. Endlich war Axel gekommen. Das war der Zeitpunkt, an dem unser denkwürdiger Kampf seinen Anfang nahm. Füge den neuen Spieler deinem Team zu. Okay. Und schwupp. 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 Moment. Das schaffe ich. Ah, Level 5, cool. Aha, Statuswerte schon mal gar nicht mal so schlecht. Der coole Typ von einer anderen Schule. Ein legendärer Stürmer. Den ich nicht ins Team bekomme, weiß der... Ich bin echt zu blöd für alles. Ach, so geht das. Weiß ich das auch. So. Wo stelle ich dich am besten hin, Stürmer? Eieieiei. Gut, da vorne stehst du schon mal gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hier noch. Okay. Versuchen wir es nochmal. Sag mal, Mark. Was ist das eigentlich für ein Typ? Kann der überhaupt Fußball spielen? Hör mal, Iron Side. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Hey, Sharp. Das ist doch unser Kandidat. Na endlich. Das ist also der Stürmer, von dem sie alle reden. Und der ist wirklich so ein toller Spieler? Axel, ich schicke dir garantiert einen Pass rüber. Zeig uns nochmal so einen Schuss wie den von neulich. Bin mir gespannt, ob dieser Pass tatsächlich kommt. Enttäusch mich nicht, Captain. Hä? Einem Neuling, den du noch nie im Spiel gesehen hast, schenkst du so viel Vertrauen? Keine Sorge, alter Freund. Erstmal müssen wir ein Tor schießen. Alles weitere sehen wir dann auch. Ach, das sagt sich vielleicht. Gut, 0 zu 20 sieht schon mal sehr scheiße für uns aus. Ach, und da vorne ist der King, das ist super und ich hoffe, dass die Aufstellung einigermaßen gut gewählt ist. Vielleicht, tausche ich euch zwei noch aus. Wirklich so viele Stürmer nach vorne ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich kenne mich da 0 aus, ich weiß nicht, ob ich da... totale Scheiße bau. Aber wird schon irgendwie hinhauen. Und los geht's. So, geht schon mal gut los. Ach, ganz vergessen, die sind ja so stark. Na, grätschen wir mal. Ja, klar.
ablocken. Ich glaube, das wird nicht klappen. Ach du Scheiße, was hat denn der für... Ach du Scheiße. Ich glaube selbst, er hilft ja nichts. Ablocken. Ach ja, da war ja was. Aber die können so geile Technik und ich kann doch gar nichts. Gut, dann grätschen. Hat das die TP ab bei ihm? Wie man jeden Schuss hält. Lektion 1. Ihr Tresors. Das ist die Himmelshand. Spezialtechniken. Berühre das Spezialtechnik-Symbol, um Spezialtechniken auszuführen. Für Spezialtechniken brauchst du TP. Aha, interessant. Aha. Aber so wie es aussieht, wenn es raus ist, dann ist es ja schwächer. Das heißt, sein Element ist stärker. Ich habe Boden, er hat Wind. Aber ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Himmelshand, 21 TP, die kann man jetzt zweimal einsetzen. Und los geht's. Und? Ach du Scheiße. So, jetzt sind wir am Zug und... Achtung, jetzt kommt mein Feuertornado. Und rein damit! Das ist doch... Ach, das vom Intro. Und der Schuss von vorhin. Yeah. Oh, ein Tor? Ja, freu dich doch. Der hat's also geschafft. Richtig drauf. Aber richtig. Ja! Nicht nur Excel Place, sondern auch nur Mark Evans. Es ist richtig interessant plötzlich. Haben wir langsam genug Daten gesammelt, Sharp? Klar. Für den Augenblick haben wir genug. Und sogar noch eine unerwartete Entdeckung gemacht. Der Torhüter. Stimmt, der war tatsächlich interessant. Da freut man sich direkt auf die Vorrunde der Football Frontier. Ich hätte gehört, Raymond Elf. Jetzt gibt's eine epische Ansage. Wir kapitulieren. Wie? Ihr habt gewonnen. Wir sehen uns dann bei der Vorrunde der Football Frontier wieder. Dann aber richtig. Und dein Gesicht werde ich mir ganz bestimmt merken. Okay. Gewonnen? Wir? Mark, ist das wahr? Wir haben gewonnen? Ach was? Der Gegner hat einfach nur das Spiel abgebrochen. Mehr nicht. Was redet der da? Gewonnen ist gewonnen. Wir! Gegen die berühmte Royal Academy! Mark! Das war ein fantastischer Schuss, Axel. Mit einem Spieler wie dir in der Mannschaft. Genau, wir haben sogar ein Tor gegen die Royals gemacht. Wir sind also gar nicht mal so schlecht. Hört auf.
Es bringt gar nichts, wenn ihr euch alle auf mich verlasst. Das stimmt. Ich glaube, das war irgendwann auch einmal ein Thema bei Kickers. Gab es ja irgendwann mal eine Szene, wo sich alle auf einen verlassen haben und dann war das ganze Team irgendwie auseinandergebrochen. Glaube ich zumindest mal. Ich kann mich auch täuschen. Genau. Wir können auch so gegen die Royal Academy gewinnen. Kommt Jungs, wir zeigen's denen. Genau, so wird's gemacht. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Ich habe eine leise Vermutung. 40 Jahre schon seit damals. So lange hatte ich sie nicht mehr gesehen. Diese legendäre Technik. Und jetzt war sie wieder da. Die Himmelshand. Hier nahm sie wohl ihren Anfang. Unsere Legende. Die Legende der neuen Inazuma Eleven. Du kannst jetzt ratlos gegen deine Freunde spielen. BZW deine Abonnenten. Aber du musst dich erst nochmal gucken, dass ich das irgendwie online fähig kriege, den ganzen Schwachsinn. Aber dann, ja, wäre doch gar nicht mal so schlecht. Mal gucken. Gib deinen Teamnamen ein. Ah, cool. Ja, in der Summe Leben wird zu scheiße und passt nicht rein und... Gambler vielleicht? Ich weiß nicht. Irgendwie passt das schon relativ gut. Die Otakus, das hört sich total beschissen an. Hätte ich gewusst, dass man das machen kann, hätte ich vielleicht eine Umfrage oder was gemacht. Verdammt, verdammt, verdammt. Gambler? Ist das ein guter Name? Ich weiß gerade nicht. Die legendären Gambler. Mir fällt eh nichts Besseres ein. Wenn ihr einfach mal das. Kann man da noch ein Sonderzeichen machen? Kätzchen oder? Ne? 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 Ach, das muss schon passen. Wähle ein Wappen für dein Team. Ah, cool. Das wäre doch geil. Ach du Scheiße. Gibt's da geile? Das ist ja cool. Das wäre richtig geil. Eieiei. Das ist cool. Das wäre irgendwie perfekt. Obwohl das auch irgendwie. Okay, wir sind einmal durch. Ich weiß echt nicht, also. Das vielleicht, ich glaube, das kann man nachher auch nicht verändern. Obwohl das schon irgendwie geil aussieht mit den ganzen Zeichen. Ist das vielleicht nicht Tsunami oder sowas? Ich weiß nicht. Das würde ich just for fun nehmen, aber das kann man nicht mehr ändern, wahrscheinlich deshalb. Eieiei. Das wäre auch irgendwie cool. Oder das? Ja. Oder das. Verdammtes Update. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das vielleicht? Ich habe echt keine Ahnung. Dass er ein Wappen gibt, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ich würde mal sagen. Ich weiß nicht. Wir nehmen einfach mal das und aus. Teamname Gambler. Dieses Wappen und diesen Namen und diesen Wappen verwenden.
Okay. Du kannst im Titelbild jetzt mehr Spieler wählen. Mehr Spieler. Erhalte neue Spieler und Items und Spiele gegen deine Freunde. Supi, wenn ich welche hätte. Drahtlos Spiel, tritt mit deiner Mannschaft gegen Freunde an. Okay. Spielertransfer. Interessant. Downloaden, lade neue Spiele und Items herunter. Das wäre geil, wenn ich das machen könnte. Was da alles geht, ist ja cool. Okay, speichern wir mal. Einfach mal überschreiben. Ich habe bisher noch gar nicht gespeichert. Immer nur so Safe State mäßig mal wieder. Ich fauler Hund. So. 2 Stunden 14 geht der ganze Spaß schon. Gambler, Glück gehabt, 11. Und los geht's. Kapitel 2. Der Traum unseres Lebens. Puh. Ich kann gar nicht glauben, dass wir erst vor kurzem gegen die Royal Academy gespielt haben. Diesmal haben sie zwar kapituliert, aber beim Football vom Tierturnier müssen wir wieder gegen sie spielen. Und da wird es bestimmt nicht so laufen wie neulich. Da hilft uns nur Training. Viel, viel Training. Captain, eine Katastrophe! Wer fehlt jetzt? Ist es wirklich wahr, was man hört? Wir haben ein Freundschaftsspiel? Was? Was redet ihr da? Du hast es nicht gehört? Dann auf dem schwarzen Brett, das musst du sehen. Wenn es mit dem Spiel wahr ist, willst du ja sofort mit dem Training anfangen. Sag mal, Kevin, du bist ja ganz schön aufgeregt. Was ist denn los mit dir? Ey, ganz ruhig. Anstatt dir dummes Zeug zu reden, sollten wir es schnell auf den Weg machen. Sag mal, schwarzes Brett und ein Freundschaftsspiel? Erklärt mir mit einem, was das alles bedeutet. Geh zum schwarzen Brett im Erdgeschoss. Ich würde gerade sagen, im nächsten Part. Und im nächsten Part. Da war ja mal viel Action los. Ach, super geil. Gut, dann will ich einfach mal sagen. Ich hoffe, euch passt der Name und das und der Wappen. Das Wappen kann man jetzt eigentlich irgendwo sehen. Das würde. Aha. Ich glaube, das sieht man sowieso nirgendwo. Ne, sieht man ein bisschen nirgendwo, also. Mal gucken. Gut. Trotzdem würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken. Und im nächsten Part gucken wir mal, was das für ein Freundschaftsspiel ist. Also da bin ich jetzt auch etwas überrascht. Gut, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.